Und in dem Sinne, Freunde, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Informationsvideo, und zwar zu LEGO Dimensions, was ja ab 1. Oktober in den Läden kommt, Freunde. Aber nicht nur in den Läden, sondern auch ab 1. Oktober hier auf unserem EgoWorthy-Kanal. Freunde, ja, so wird es auf jeden Fall laufen. LEGO Dimensions ist ein weiteres Spiel mit dem Prinzip des Toys for Life. Das heißt, dass man dort seine Figur, die einen Chip beinhaltet, auf eine Art Portal-Base stellen kann, die dann ins Spiel zum Leben erweckt wird, Freunde. Und ja, jetzt, wie gerade schon gesagt, kommt was Schönes von LEGO raus. Und ich muss sagen, Freunde, freue mich auf jeden Fall drauf, weil man muss wirklich so sagen, wie es ist, Freunde, LEGO, ne, ist einfach geil. Punkt, aus, Ende, ja. Das Zusammenbauen seiner LEGO-Figuren, seiner Objekte, Freunde, ne, das macht richtig, richtig Spaß. Ja, aber wem sage ich das, Freunde, ne? Auch die LEGO-Spieler sind hammer, hammer geil, ja. Und jetzt das alles zusammen in einem Spiel gepackt, ne, Freunde, das kann nur gut werden. Ich habe mich schon mit Warner Bros. Games in Verbindung gesetzt und, sehr, sehr gute Rückmeldungen erhalten, dass man mich da weitestgehend unterstützt, soweit wie es geht, und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass ich euch das in erster Linie aber auch präsentieren kann. Habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf, Freunde, könnt ihr mir glauben, weil es kommen richtig, richtig geile Sachen raus, ja, Freunde. LEGO ist ja nicht nur immer so eine Sache, sondern das ist ja so auch wieder so schön auseinander in der Breite gezogen. Und da kommen Herr der Ringe-Figuren raus, Freunde, da kommen Ninjago-Figuren raus, DC-Comic und, Freunde. Aber ich habe mir jetzt Zettel gemacht mit Informationen für euch, Freunde, hier seht ihr die ich euch jetzt gleich einmal vorlesen möchte, was überhaupt LEGO Dimensions ist. Weil ich denke mal, einige da draußen haben vielleicht noch gar nichts davon gehört. Ich werde euch dort drüben, oben in der Ecke, immer Bilder dazu einblenden. Zu den Packs, zu dem Starter-Pack oder zu dem Spiel selber auch, Freunde, ne? Damit ihr sehen könnt, was LEGO Dimensions wirklich beinhaltet. Und in der Beschreibung haue ich euch den Link rein zu dem Trailer, der von Warner Bros. Games gepostet wurde. Also zu dem Trailer, ja. Gut, so, Freunde, ne? Die Handlung des Spiels. Im Zentrum des LEGO-Multiversums gibt es einen uralten Planeten, der von dem bösen Genie Lord Voltech bewohnt wird. Es heißt, dass derjenige, der die Macht über die grundlegenden Elemente hat, auf deren Basis dieser Planet errichtet wurde, auch das gesamte Multiversum beherrscht. Lord Voltech hat geschworen, dieser Herrscher zu werden, und Charaktere aus verschiedenen LEGO-Welten zu sich gerufen, damit sie ihm bei der Suche nach dem Baustein der LEGO-Zivilisation helfen. Einige haben geholfen, andere haben rebelliert, und nur die vereinten Macht Und nur die vereinte Macht der größten LEGO-Helden kann ihn stoppen. Als ein ebenso mächtiger wie geheimnisvoller Wirbel in verschiedenen LEGO-Welten erscheint, verschwinden Charaktere aus dem DC-Comics, der Herr der Ringe und The LEGO-Movie, habe ich gerade vergessen aufzuzählen, Entschuldigung. Um ihre Freunde zu retten, springen Batman, Gandalf und Wildstyle. Das sind die ersten drei LEGO-Figuren, die ersten drei Charaktere, die im Starter-Pack enthalten sind. Mutig in dem Wirbel auf ihrer Suche reisen sie an Orte weit jenseits ihrer Vorstellungskraft und stellen bald fest, dass Lord Voltech Schurken aus verschiedenen LEGO-Welten rekrutiert hat, um ihn an die Macht zu bringen. Während seine Macht wächst, vermischen sich die ganzen Welten. Begegnen sich unterschiedlichste Charaktere und alle Grenzen werden gesprengt. Unsere Helden müssen durch Zeit und Raum reisen, um ihre Freunde zu retten, bevor die Wirbel die gesamte LEGO-Menschheit vernichten. Ja, Freunde, dort oben habt ihr jetzt gerade das Starter-Pack gesehen. Wirklich cooles Portal, ja, muss ich mal wirklich so sagen. Hier wird das LEGO-Toy-Pad genannt. Sieht wirklich sehr, sehr cool aus mit diesem Wirbel dann, wo die LEGO-Figuren dann da reingezogen werden und dort dann in das Spiel katapultiert werden. Sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Wie gerade schon gesehen, Freunde, im Starter-Pack enthalten sind Batman. Ich bin Batman. Gandalf von Herr der Ringe und Wildstyle von The LEGO-Movie. Und dazu gibt es noch dieses Fahrzeug, was dann dazu führt, dass man halt durch diesen Wirbel reisen kann und dann in die verschiedenen LEGO-Welten oder in die Welt halt reingehen kann, wo man den Lord Voltech aufhalten muss. Ja, Freunde? So, dann gibt es verschiedene Erweiterungspacks, und dazu soll gesagt sein,
Spielsystem mit dauerhaft Kompatibilität. Alles, was heute gekauft oder morgen erweitert wird, funktioniert auch langfristig. Und das muss ich sagen, das könnte ein Spiel werden, was einfach endlos werden kann. Ja, und das ist auch nochmal der Anreiz, der mich dazu bringt, dieses Spiel euch zu präsentieren und auch zu Let's Playen, weil ich habe da schon Warner Brothers Games gesagt, was ich mir für Vorstellungen habe, die werde ich euch jetzt gleich auch nochmal nennen. Es ist einfach geil, dass man seine Sachen aufbauen kann, seine Figuren, seine Objekte, sein Spielzeug, nenne ich das jetzt mal, aufbauen kann. Und das Aufgebaute kann man dann schön gediegen als spielbaren Charakter im Game benutzen. Und das ist genau das, was mich da an dem Spiel wirklich, wirklich reizt, weil ich habe voll Bock wieder auf Sachen aufbauen und so, ne? Und dann kommen wir zu meinen Projekten, Freunde. Zum einen natürlich wird es Let's Plays davon geben, ist ja ganz klar, wir werden das Let's Playen. Dann wird es Level Packs geben. Sie wollen noch mehr erkunden, erweitern Sie Ihre Spielerfahrung mit einem Level Pack, das vollständige neue missionsbasierte Spiellevel samt einer Figur, einem Fahrzeug und einem Objekt enthält, mit denen Sie bauen und die Sie im Spiel nutzen können. Diese Level Packs werden wir natürlich auch Let's Playen, Freunde, ist ja ganz klar. Dann wird es Unboxings geben, Freunde, mit Aufbauen und drum und dran. Da habe ich mir vorgestellt, mit vielen Kameraperspektiven, ich glaube so 3-4 Kameraperspektiven habe ich geplant, aus verschiedenen Winkeln dann halt dieses Paket zu öffnen, dann aufzubauen und diese Figur, Objekt oder Fahrzeug, was dazugehört, in den Funpacks, wo ich gleich zu komme, dann natürlich schön auch euch im Spiel vorzustellen. Ja, ich weiß noch nicht, ob man seine Figur aufleveln kann. Ich weiß noch nicht, ob man seine Figur in dem Sinne skillen kann. Das werden wir alles dann sehen, Freunde. Aber wenn diese Möglichkeit auch besteht, dann werden wir natürlich als größtes Skillmeister ever, werden wir natürlich auch diese Skill-Videos für euch raushauen. Ja, Freunde, erkennen wir nichts. Da werden wir ganz gediegen machen. Dazu kommen natürlich Livestreams, Freunde, weil dieses Endlos-Projekt, nenne ich jetzt einfach mal, werden wir natürlich schön gediegen in die Livestreams mit einbauen. Ja, dafür haben wir extra hier unsere YT Nation Area gemacht, damit wir schön Gas geben können. Und deswegen wird es dort auch wöchentlich die Livestreams mit Lego Dimension dann auch geben. Ja, so, dann kam ich gerade schon zu den Funpacks, Freunde. Und Funpacks sind halt Charaktere aus verschiedenen Filmen oder Serien, die mit einem Objekt oder einem Fahrzeug nochmal erweitert werden. Ja? Vorher möchte ich euch aber sagen, es wird ein Level-Pack, was bis jetzt angekündigt ist. Es werden hundertprozentig noch mehr geben, aber momentan ist ein Level-Pack angekündigt, und zwar Back to the Future. Und zwar ist das natürlich Zurück in die Zukunft. Als Figur ist dort Marty McFly, ein Hoverboard als Fahrzeug und eine Time-Maschine, natürlich die Zeitmaschine darf nicht fehlen, Freunde. Das ist das Level-Pack. Das wird, ich weiß gar nicht, ob das sofort am Anfang rauskommt oder irgendwas kam auch erst im Dezember raus. Jetzt weiß ich nur nicht mehr was, tut mir leid. Auf jeden Fall wird es ein Level-Pack von Zurück in die Zukunft geben, wo ich mich auf jeden Fall auch schon mal sehr drauf freue, muss ich sagen. So, dann kommen wir zu den Fun-Packs, Freunde. Und zwar gibt es dort aus Ninjago, gibt es dort Zane und ein Ninja-Copter. Oben dort werde ich euch immer jetzt die Bilder natürlich einblenden. Dann gibt es Jay und einem Stormfighter. Dann gibt es Nia oder Naya, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt. Und Samurai, so ein Samurai-Roboter-Maschine-Anzug. Dann gibt es die Einhorn-Kitty aus dem Lego-Movie mit einem Wolken-Kuckucks-Auto, ein Cloud-Kuckuck-Car. Dann gibt es natürlich Emmet mit dem Emmets Exivator, den Hauptcharakter aus Lego The Movie. Dann haben wir den Bad Cop mit seinem Polizeiauto. Jetzt frage ich mich natürlich, ob da auch der Good Cop, also der gute Polizist dabei ist, weil der hat ja hinten, auf seinem Hinterkopf hat er ja immer den guten Polizisten gehabt und vorne als Gesicht war er immer der böse Polizist gewesen. Also da frage ich mich, ob sie da nochmal eine extra Figur machen oder ob man den Kopf so drehen kann und dann ist der gut. Wisst ihr, wie ich meine? Werden wir auf jeden Fall abwarten, Freunde. Dann haben wir aus Lego The Movie haben wir Benny mit Bennys Raumschiff, Spaceship. Dann haben wir von Herr der Ringe, Freunde, Legolas mit einem Arrow Launcher. Dann haben wir Gimli mit einem Axtstreitwagen. Dann haben wir Gollum mit dieser Riesenspinne, Shelob the Great.
Dann haben wir aus DC Comic haben wir Wonder Woman und einem Unsichtbarkeitsjet, Invisible Jet. Und dann haben wir noch aus DC Comic Cyborg und Cyberguard. Ja, und wie gerade schon gesagt, aus DC Comic ist natürlich dann auch Batman im Starterpack enthalten. Aus Herr der Ringe ist der Gandalf. Und aus Lego Movie ist Wildstyle, ja. So, dann haben wir noch von der Zauberer von Oz ist dort die böse Hexe mit einem, hier steht jetzt Winged Monkey, so heißt das Dingen, das winkende Affe, ja. So ist es auf jeden Fall. So, Freunde, neben den Funpacks, was eine Figur, ein Objekt oder Auto beinhaltet, gibt es noch ein Teampack. Und ein Teampack ist momentan mit von Lego Ninjago angekündigt. Und zwar ist dort Kai mit dem Blade Bike und Cole mit dem Boulder Bomber. Ja. Dann habe ich noch hier einige Infos zu dem Teampack und zu den Futures, Freunde. Teampack, Sie wollen eine größere Sammlung, holen Sie sich ein dynamisches Paar Minifiguren und für jeder ein Fahrzeug oder Objekt, alle mit ihren ganz eigenen Fähigkeiten im Spiel. Dann haben wir zu den Futures nochmal, Freunde, Crossover Total. Zum ersten Mal in einem Lego-Videospiel können sich Charaktere der besten Marken des Universums miteinander verbünden und in fremden Welten Schlachten schlagen. Ein dunkler Ritter, ein Zauberer und ein Lego-Master Balder reisen gemeinsam die Yellow Brick Road entlang und das ist nur der Anfang. Erweitern Sie weiter. Durch den Kauf von Erweiterungspacks können die Spieler ihre Sammlung durch eine Vielzahl beliebter Marken erweitern und die verrücktesten Kombinationen schaffen. Mehr ist besser. Bringen Sie bis zu 7 Minifiguren, Vehikel oder... Was? Vehikel? Vehikel? Und oder Objekte gleichzeitig ins Spiel, indem Sie diese auf dem Lego Toypad stellen und erleben, sie aufregende, actiongeladene Spiele. Genau, Lego Toypad ist genau die Base, ja, oder das Portal, wo man dann halt seine Lego-Figuren, seine Charaktere draufstellt, die dann ins Spiel katapultiert werden. Spielen Sie alleine oder mit einem Freund. Die Spieler können ihre Fantasien im Einzelspielermodus freien Lauf lassen oder durch das kooperative Drop-in-Drop-out-Gameplay mit einem Freund gemeinsam Abenteuer erleben. Das Starterpack hält das Lego Toypad und das im Starterpack enthaltene Spiel sind dauerhaft kompatibel mit allen kommenden Erweiterungspacks, wie jeder andere Lego Baukasten auch bietet, Lego Dimensions. Ja, Freunde, ne? Ich kann nur sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Es hört sich wirklich sehr, sehr gut an. Wie gesagt, der Freunde, guckt in der Beschreibung, dort findet ihr den Hersteller, dort findet ihr den Publisher, alles drum und dran, Freunde. Dort findet ihr Links zu dem Trailer, dort findet ihr Links zu den einzelnen Packs selber auf Amazon. Ja, Freunde, könnt ihr euch alles genau mal angucken, vielleicht ist ja das ein oder andere Spiel für irgendeinen von euch da draußen. Und wer sich noch nicht sicher ist, ne, der wartet einfach bis zum 1. Oktober, dann geht es hier los und dann kann er sich selbst überzeugen, dass dieses Spiel wirklich, sehr, sehr cool werden wird. In dem Sinne, Freunde, war es das erstmal von meiner Seite aus gewesen. Wenn es dir da draußen gefallen hat, dann weißt du Bescheid. Daumen nach oben, würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, Zuhören und alles andere auch. Ich wünsche euch was. Dankeschön, haut da rein. Und tschüss.